Dann guten Morgen. Ich bin froh, dass noch Menschen zu so früher Stunde zu mir gefunden haben. Ich erzähle euch jetzt, warum ich euer TCP malträtiere, damit das Internet schneller wird. Zumindest im Entropia. Vielleicht ein bisschen am Anfang erzähle ich euch was zur Vorgeschichte, wieso es dazu kam, dass ich eine Box gebaut habe, mit der man mit Hilfe von Multipath-TCP mehrere Internetverbindungen kombinieren kann und am Ende dann eine große, dicke Leitung bekommt. Da habe ich nämlich verschiedene Lösungen ausprobiert und bin jetzt zu einer gekommen, die mir bis jetzt am besten gefällt und die ich in Zukunft auch noch ein bisschen ausbauen möchte, so dass ihr die dann irgendwann auch relativ Plug-and-Play-mäßig nutzen könnt. Angefangen hat das mit, das Internet in unserem Hackerspace ist zu langsam. Das begab sich zu einer Zeit, da gab es nur einen DSL 16.000-Anschluss mitten in der Innenstadt. Im Entropia und man hat sich dann halt einen zweiten dazu geklickt. Und zwar, man gönnt sich ja, man hat sich dann Telekom Hybrid gekauft. Weil das die einzige Möglichkeit ist, noch mehr als 16 Mbit zu bekommen. Das hat dann aber auch natürlich so ein paar Tücken. Denn wie kombiniert man jetzt diese Internetanschlüsse, so dass wir möglichst alle gut auslasten und jeder was davon hat und jeder dann auch mit einer angenehmen Geschwindigkeit dann rund seine Linux-Distribution im Club runterladen kann. Was wir ganz zu Anfang gefahren haben und immer noch parallel fahren, das ist Shorwall. Shorwall ist nichts anderes als ein großer IP-Table-Wrapper, der einem dabei hilft, ganz viele IP-Table-Routes zu erstellen. Und damit haben wir dann ein portbasiertes Routing gemacht. Das heißt, all eure E-Mails und der ganze Web-Blödsinn lief dann über den Telekom-Hybrid-Anschluss und alles andere lief über den QSC-Anschluss, was dann halt zur Folge hatte, dass man nur mit der vollen Geschwindigkeit des Hybrids-Anschlusses runterladen konnte und die anderen 16 Mbit, die wir noch haben, ungenutzt rumliegen, wenn man seine Lieblings-Linux-Distribution runterlädt. Wir haben auch mal ausprobiert, ob das im Round-Robin-Verfahren gut funktioniert. Das heißt, die eine Verbindung wird vom NAT dahin gemappt, die andere dahin. War furchtbar. Hat dann nämlich ganz viele Webseiten kaputt und Sessions kaputt gemacht, weil auf einmal kamen Sachen von der anderen IP und da sind irgendwelche Dienste immer allergisch gegen. Damit nicht auf die Idee gekommen, es gibt da eigentlich auch was Fertiges, nämlich Multilink Virtual Public Network. Das ist ein kleines Tool für Linux und wir haben dann einen Jump-Host angelegt auf unserer VM-Infrastruktur und der hat tatsächlich auch dann die Bandbreiten nahezu ohne Verluste aggregiert und auch ein automatisches Failover. Also wenn der Telekom-Hybrid-Anschluss mal wieder nicht funktioniert hat, hat das funktioniert. Das Problem ist dabei aber, wir haben einen nicht äquivalenten Link. Das bedeutet, wenn der Hybrid-Anschluss im Entropia ausgelastet ist, ist die Latenz auf diesem Anschluss nicht mehr bei 15 Millisekunden zu unserem Jump-Host, sondern irgendwo bei 70 bis 100. Und da MLVPN davon ausgeht, also die alle Links gleichmäßig belastet, wird dann halt die User Experience richtig scheiße im Club, weil das Surfen einfach lange dauert. Es dauert ewig, bis Sachen, die du per SSH gerade tust, irgendwie bei deinem Server ankommen, weil es muss ja über das MLVPN rüber zu unserem Jump Host und von dort ins Internet. Dann bin ich irgendwann dazu gekommen, mir anzuschauen, was es noch so für Alternativen gibt. Und dann bin ich auf Multipath-TCP gestoßen. Das ist im Grunde eigentlich nur eine TCP-Extension, die es schon seit 2013 gibt. Und sie ermöglicht es einem, auf dem TCP-Layer verschiedene Subflows zu machen. Das heißt, ein Router wie unserer, der hat mehrere Default-Routen. Und der probiert dann, über jede dieser Default-Routen eine TCP-Session aufzubauen. Wenn beide Gegenstellen die Extension anhaben. Es gibt da vollständige Implementierungen für den Linux-Kernel, die kann man sich auf multipath-tcp.org runterladen, anschauen, den Quellcode angucken, compilen. Es gibt für Debian und für Red Hat auch dort fertige Kernel. Und multipath-tcp wird am größten eingesetzt auf euren Apple-Geräten, nämlich für Siri und für iMessage. Denn das sind laut Apple nicht so datenintensive Dienste. Und wenn euer WLAN langsam ist, aber euer Mobilfunk, dann soll ja Mobilfunk noch gut ist, dann soll ja trotzdem Siri funktionieren oder soll trotzdem Nachrichten versenden können. Also bauen die immer per Multipath TCP eine Verbindung auf,
Und im Zweifel geht es dann nämlich über den Mobilfunklink, wenn euer WLAN down ist und umgekehrt, so dass das möglichst immer funktioniert. Denn das ist die andere Anwendung, die man braucht. Warum möchte ich denn Multipath TCP verwenden? MLVPN verbraucht relativ viele Bytes pro Paket, um das Multipath-Zeug zu machen. Da fallen knapp 80 Bytes weg pro Paket. Bei Multipath TCP fallen nur 40 weg. Ich habe Congestion Control, das bedeutet, ich kann auch Internetverbindungen nutzen, die komplett unterschiedlich sind. Das heißt, ich habe einen LTE-Uplink, ich habe den Telekom-Hybrid-Uplink, ich habe vielleicht noch irgendwo ein SDSL rumliegen, halt was so da ist, kann man zusammenkratzen, Default-Route drüber und das funktioniert. Nämlich auch, weil man angeben kann, mit welcher Priorität einer der Subflows geöffnet werden kann. Da sind, glaube ich, 16 verschiedene Abstufungen möglich. Das heißt, man versucht erst Priorität 1, den super guten DSL-Anschluss, und danach schaltet man erst das Mobilfunk hinzu. Und zusätzlich kommt noch hinzu, wenn wir verschiedene Verbindungen mit selber Priorität haben, verwendet Multipath TCP in den meisten Implementierungen die mit dem geringsten Ping. Das heißt, ist nicht unbedingt die schnellste, aber euer SSH funktioniert gut. Multipath TCP hat nämlich den Nachteil, andere Protokolle gehen nicht darüber. Das heißt, alles muss ich irgendwie in TCP enkapsulieren, und das ist grundsätzlich eine schlechte Idee. Da gibt es so eine Standardseite, auf die man da immer verlinkt. Da ist das sehr genau erklärt. Da könnte ich jetzt auch ganze 30 Minuten drüber reden, warum das eine sehr schlechte Idee ist, alles über TCP zu machen. Ich mache es trotzdem. Ich habe da so einen Masterplan, der sich irgendwann ergeben hat. Der sieht folgendermaßen aus. Pipe, das ist mein Server im Internet. Da läuft ein SOX-Proxy drauf, nämlich ein Shadow-SOX-Server. Und bei mir auf meiner APU, also meinem Router, läuft dann ein Shadow-SOX-Local. Das heißt, eure TCP-Session wird unterbrochen, um sie über Multipath zu senden. Denn der Client muss erst über den RedSox, das an den ShadowSox Local und dann an den, und dann kommt das erst ins Internet. Für die alles andere Variante verwende ich ein OpenVPN, das einfach auf TCP gestellt ist, und damit funktioniert das auch über Multipath TCP, denn alles, was TCP kann, kann auch Multipath TCP. Das habe ich dann gebaut auf einer APU mit einem Debian und viel gefrickelt. Und dann haben wir das auf einer Zugfahrt nach Amsterdam mal ausprobiert. Das sah dann so aus. Leider waren da noch nicht alle Teile da für diese APU, aber es ist am Morgen alles fertig geworden. Da stecken drin jetzt per LAN zwei LTE-Uplinks. Da steckt noch ein kleiner WLAN-Stick drin. Der ist im DB-WLAN eingeloggt. Und dann habe ich das Ding in Frankfurt Flughafen aufgesetzt und bin in Amsterdam raus, und die SSH-Session, die wir darüber aufgebaut haben, ist kein einziges Mal gestorben. Was ich sehr erstaunlich finde. Dann habe ich auch nochmal heute Morgen noch eine Demo vorbereitet. Die geht garantiert nicht schief. Man sieht Folgendes: Ich habe das erste Kabel, das geht ganz normal in meine Fritzbox rein. Das zweite Kabel, da steht leider hinter dem MacBook. Das ist mein Freifunk-Uplink, den ich zu Hause habe. Das heißt, es ist ein komplett anderes Netz. Und ich spiele einfach mal das Video ab. Ich habe das so gemacht, weil ich zu Hause nur einen Internetanschluss habe, um irgendwie zu simulieren, dass das über mehrere Internetanschlüsse geht. Zusätzlich habe ich dann auch die Ethernet-Ports auf 10 Mbit begrenzt, einfach damit man das im Speedtest gut sieht. Sonst sind nämlich die 200 Mbit von meinem Kabelanschluss voll in beiden. Ja, und dann macht das ja keinen Spaß. Das heißt, das ist jetzt der erste Speedtest, der gefahren wird. Die 10 Mbit werden fast komplett saturiert. Da geht relativ wenig Overhead verloren.
Obwohl ich das die ganzen TCP-Sessions so malträtiere. So, dann stecke ich mal den Freifunk-Uplink noch zusätzlich dazu. Starte das Ganze erneut. Und nach kurzer Zeit, sobald mich der erste Anschluss saturiert ist, schaltet er den zweiten zu und auch da bin ich dann relativ an der Grenze, was physikalisch gerade über das Interface möglich ist. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich möchte, dass der Endbenutzer dann das möglichst schnelle Internet bei sich hat und gar nicht mehr so klar ist, über welche Anschlüsse das alles geht. Was man halt dazu sagen muss, das Ganze ist relativ viel Frickelarbeit noch. Ich habe mir zwei Skripte geschrieben, nämlich Multipath TCP Up und Multipath TCP Down, die jeweils getriggert werden, wenn ein Interface an oder ausgeht, um halt die Default-Routen zu setzen. Denn bei Debian kann man nicht in eine Routing-Tabelle mehrere Default-Routen legen, sondern muss das von Hand machen. Dafür habe ich Skripte geschrieben, die habe ich auf GitHub gestellt. Da ich immer an dem Ding einen kleinen Wi-Fi-Dongle habe, zusätzlich zu dem internen Wi-Fi, das das ausstrahlt, habe ich da diverse Wi-Fi-Login-Skripte geschrieben, die sich so im Vorbeifahren in den Telekom-Hotspot, in den Bahn-Hotspot, was man so halt möchte, reinlegt. Eigentlich ist es auch noch geplant, dass ich in meine Box einen kleinen LTE-Uplink mit einer LTE-Karte reinmache, dazu aber nachher mehr, das hat nämlich nicht geklappt bis jetzt. Denn es gibt einige Probleme, die ich noch zu lösen habe, nämlich es gibt im Augenblick nur IPv4. Ich hätte gerne, dass das vollständig Dual-Stack-fähig ist und das liegt im Augenblick ausschließlich daran, dass Red Sox, also die Software, die ich verwende, um die Clients, die sich in meinem LAN hinter der Box befinden, auf den Sox-Proxy zu werfen, unterstützt nur IPv4. Ich habe dann mal den Entwickler angeschrieben, ob wir da was machen können, wie ich das am besten patche. Und dann kam nur als Antwort zurück, was ist das denn für eine obskure Testumgebung, die du da baust? Nee, IPv4 ist die Zukunft. Ja, ich hatte leider, irgendwie organisiere ich so eine Veranstaltung mit, keine Zeit, mir den Quellcode genauer anzugucken, um zu gucken, was ich patchen muss, damit das vollständig auch IPv6 kompatibel ist. Außerdem hat die aktuelle Implementierung zumindest für den Debian-Kernel ein komisches Verhalten. Manchmal, wenn der erste aufgebaute Subflow wegbricht, zum Beispiel, weil ich gerade aus der LTE-Zelle fahre und keinen Empfang mehr habe oder weil das Kabel locker ist, dann bricht mir die ganze Session weg. Das sollte eigentlich nicht passieren. Und das passiert auch nur manchmal und das ist relativ schwer zu debuggen. Und außerdem hat Red Sox die Angewohnheit, sich genau nach 24 Stunden zu beenden. Aber da kann man einen Cronjob starten, dann läuft das wieder. genau. Woran ich gerade arbeite, ist das Ganze als quasi Embedded Software für OpenWrt und LED zu entwickeln. Das heißt, ein Paket schreiben dafür, dass es dann dort einen Multipath-TCP-Kernel gibt und ein Paket schreiben, wo man dann einfach nur noch sagen kann, Multipath-TCP-Routing über einen Jump-Host bitte, inklusive irgendwie allem, was man haben möchte. Da arbeite ich gerade dran. Das ist so in einem Status, wo es funktioniert, aber ich möchte das noch nicht veröffentlichen. Einfach mal in 2 Wochen nochmal fragen. Dann klappt das hoffentlich besser. Ich habe ein Ansible-Skript angefangen, mit dem ihr euren Jump-Host aufsetzen könnt. Einfach die Ansible-Rolle importieren. Dann installiert es euch den OpenVPN und den ShadowSocks-Server und das Kernel-Modul, beziehungsweise den Kernel, den Multipath-TCP-Kernel. Außerdem hatte ich eigentlich bei AliExpress eine LTE-Karte bestellt.
hat sich als Scam rausgestellt und ich bin 120 Euro losgeworden. Da warte ich jetzt noch auf die Nachlieferung und die Erstattung. Jo. Habt ihr groß Fragen? Ja. Denkst du an, das irgendwie auch auf zwei Jump-Hosts zu machen, zum Limitieren, dass du halt aus Versehen mal einen Jump-Host hast? Das ist im Augenblick noch nicht vorgesehen. Ist aber theoretisch möglich, der Shadowsocks als auch OpenVPN können ja mehrere Verbindungen offen halten. Was auch geht, ist zum Beispiel über mehrere Mittelboxen zu gehen. Wenn man mehrere Mittelboxen hat, kann man sich da durchmanövrieren. Da gibt es auch ein schönes Beispiel zu, wo das jemand gemacht hat, um sich irgendwie aus der Zensur rauszutunneln. Jo. Ich habe die Box dabei, wenn jemand damit spielen möchte oder ausprobieren will, wie es dahinter ist, zu surfen. Jo.